Es hat keinen Sinn, Rhea. Wir beide passen nicht zusammen. Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich meine, wir könnten doch glücklich werden. Und außerdem kann uns hier nichts mehr passieren. Also? Es tut mir leid, Rhea. Aber ich kann nicht mit dir zusammenleben. Was ist denn los? Warum bist du plötzlich so abweisend? Ich werde es dir sagen. Schon als Kind träumte ich davon, dass ich einmal eine Kämpferin werden würde. Und nun bin ich eine geworden. Das bist du auch schon vorher gewesen. Du hast dich erst jetzt geändert. Es ist seinetwegen. Was soll das heißen? Wovon redest du eigentlich? Ich muss jetzt gehen. Ich habe noch Verschiedenes zu tun. Wir sehen uns später. Ihr müsst es tun, bevor sie uns angreifen und vernichten. Die Truppen von Ophelos sind uns nicht nur zahlenmäßig überlegen, sondern sie sind auch besser bewaffnet. Wir müssen erst wissen, wie stark sie wirklich sind, bevor wir den entscheidenden Angriff starten können. Ihr seid also die Gefangenen von Ophelos. Was wollt ihr von uns? Wir haben euch nichts getan. Rhea, wir wissen, dass sie zu euch geflüchtet ist. Wer ist es? Keine Ahnung, von wem ihr redet. Wir wissen, dass du lügst. Aber wir haben Mittel und Wege, euch zum Sprechen zu bringen. Ha ha ha!
Rex, der Commander will dich sehen. Was hast du, Sheila? Meine Schwestern sind auch bei Malzums Gefangenen. Keine Sorge, wir werden sie alle befreien. Ich verspreche es dir. Kasim, du musst deinen Weg finden, Rex hierher zurückzubringen. Findet ihr, dass sich das Risiko lohnt, deshalb nach Ophelos zu gehen? Ja, ich will den verdammten Hund sterben sehen. Sonst kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Gut, dann werde ich jemanden hinschicken, der ihn tötet. Nein, ich will ihn hier in dieser Arena haben. Ich will sein Blut in diesen Sand fließen sehen. Und ich will, dass er mich sieht, wie ich triumphiere, wenn er stirbt. Er soll mir in die Augen sehen. Erklärt mir bitte eins, Malzum. Aus welchem Grund soll Rex ausgerechnet in dieser Arena hier sterben? Aus einem ganz einfachen. Du kennst ihn. Er hat hier für mich gekämpft und hier soll er auch besiegt werden. Ich brauche einen Meistergladiator und gegen den wird Rex antreten. Thorn! Was wünscht ihr? Kannst du dich noch an Sherlock erinnern? Meint ihr Sherlock den Schlechter? Ja. Wo ist Malzum? Er wünscht nicht gestört zu werden. Ich habe ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Es ist dein Risiko. Er ist da hinten. Malzum? Also, was hast du erreicht? Ich habe Sherlock angetroffen. Er hat mir gesagt, er ist einverstanden und er will mit seinen Leuten herkommen. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt gehen. Wieso bist du daran interessiert, dass wir Rex bei uns als Krieger aufnehmen? Ich liebe ihn, Vater. Hast du vor, diesen Mann zu heiraten, Rhea? Ja, Vater. Also gut. Ich werde versuchen, das mit dem Kommando zu besprechen. Vater, ich dachte, du hast hier das Kommando. Mein liebes Kind. Ich fürchte, du wirst noch sehr viele Dinge über Ophelos lernen müssen. Aber nur keine Sorge. Vielen Dank, Vater. Es ist allein Ihre Entscheidung, Commander Volvo. Ich will Sie da nicht beeinflussen. Ja, danke. Rex kann hier bleiben, solange er will. Ihn aber schon jetzt bei unseren Kriegern aufzunehmen, wäre sehr unvorsichtig. Das müssen Sie doch einsehen. Oder, Professor? Ich kann Sie durchaus verstehen, Commander. Wenn wir ihn etwas besser kennengelernt haben, können wir uns gerne noch einmal über die Angelegenheit unterhalten. Sind Sie einverstanden? Selbstverständlich, Commander.